Dadurch wird also unmissverständlich klar, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Politik oder die Wirtschaft unser heutiges System noch verbessern kann. Es ist also folglich wird klar, dass also jeder Einzelne dazu aufgerufen ist, mehr Verständnis, Bewusstsein für die Umwelt zu zeigen. Dieser neue technologische Wandel führt uns also unweigerlich zu einem neuen Zeitalter. Als Ende dieser technologischen Entwicklung bedingt es unbedingt die Entstehung einer sogenannten künstlichen Intelligenz. Früher als die Programme der Vergangenheit, wo es ja noch klar darum ging, die entsprechend so entwickelt wurden, dass ein Mensch eine Eingabe liefert, das System einen vorher festgelegten Ablauf durchläuft, der auf Berechnungen basiert und dann eine Ausgabe gibt, symbolisiert in einfacher Form, zum Beispiel mit dem Taschenrechner. Der Mensch gibt eine Aufgabe ein, drückt Enter, das System arbeitet und spuckt ein Ergebnis aus. Heutige Formen der künstlichen Intelligenz, wie sie jetzt schon von Firmen wie Google, Facebook, Apple betrieben werden, funktionieren jedoch auf einem System, das in den 70er und 80er Jahren schon postuliert wurde, das auf Theorien basiert, die angelehnt sind an unser eigenes menschliches Verarbeitungssystem der menschlichen Wahrnehmung und dem Bewusstsein. Moderne Algorithmen der künstlichen Intelligenz entstehen also aus Beobachtung von Schwarmintelligenzen, die sich Schwärme von Fischen oder Vögeln in Umgebungen orientieren, um Hindernisse herumnavigieren, dynamisch Probleme lösen und eben dann als Gruppe, als sogenanntes emergentes System in der Lage sind, extrem komplexe Aufgaben zu lösen. Außerdem entstehen die modernen künstlichen Intelligenzen aufgrund von Systemen, die dem menschlichen Nervensystem nachempfunden sind. So geht es zum Beispiel oft um sogenannte Multilayer Perception neuronale Netze mit Feedback Propagation. Das heißt, es geht oft um Systeme von neuronalen Netzen, die in mehreren Ebenen organisiert sind, und jedes einzelne neuronale Netz passt sich an gewisse Muster an und deren Ergebnisse werden wieder in neue Ebenen ein neuronales Netz gegeben. So ist es möglich, Prozesse ähnlich wie unserem Wahrnehmungsapparat im menschlichen Gehirn, wo wir zum Beispiel zuerst Muster wie Linien erkennen, dann erst Muster wie Linien erkennen, Farben erkennen und in späteren Ebenen der Verarbeitungsschritten erst dann uns damit beschäftigen, bestimmte Formen, zum Beispiel komplexe Formen wie zum Beispiel Gesichter oder Objekte wie Wolken am Himmel oder fahrende Autos zu erkennen. Deshalb ist unser Bewusstsein auch so mächtig, durch diese mehreren Ebenen und massive Parallelisierung von Signalverarbeitung im Gehirn und die mehreren Ebenen, wie unser Kortex, unser Gehirn aufgebaut ist. Es gibt das Reptiliengehirn, es gibt emotionale Zentren, es gibt reflektierende Zentren, wie zum Beispiel im Frontalkortex. Unser Gehirn arbeitet also auf mehreren Ebenen, diese Informationen, die es bekommt, immer wieder zu deuten und zu interpretieren. Wenn man nun also diese neuen Verfahren, Multilayer Perception, Mehrfachebene, Wahrnehmungsneuronales Netz, was dann auch das Ergebnis, die es findet, wiederum als Eingabe liefert, also es steht also eine Schleife von Verarbeitung, Mustererkennung, Wahrnehmung, die dann immer wieder auf sich selbst angewendet wird, dann haben wir ein lernendes System. Ein System, das nicht nur noch die Eingabe verarbeitet eines Menschen und eine vorher definierte Ausgabe liefert, sondern ein sich ständig dynamisch veränderndes lernendes System, was im letzten Schritt auch zu Dingen fähig ist, die ein Mensch nicht programmiert hat. Das kann teilweise zur Sprachverarbeitung, zum Verständnis, als therapeutische Instanzen in der künstlichen Intelligenz extrem spannend sein, führt aber auch zu dem äußerst kritischen Punkt, dass die Maschine dann Dinge tut, die ein Mensch zuvor überhaupt nicht vorgegeben hat.
Maschinen werden dadurch also zu einem selbstständigen, auch teilweise kreativen Handeln fähig. Und da wollen wir uns mit beschäftigen, wie wir darauf achten können, dass dies möglichst zum Guten führt und keine destruktive Wirkung für die Umwelt, für die Menschen oder für die Maschinen selber entstehen lässt. Schauen Sie also wieder rein mit der nächsten Folge, wenn wir uns näher mit diesem Phänomen beschäftigen werden. Bis dahin, bleiben Sie wach und offen, genießen Sie jeden Tag.